Dauert ja ewig. Okay. Ach, die pumpt eh bei 100 schon. Dann geht das ja eh einigermaßen schnell. Also mit 4 Redstone Engines. Passt das ja eh super. Gut. Wie gesagt, das einzige Ziel, was wir eh verfolgen, ist, das Ding hier leer, schnell wieder leer zu pumpen. Was jetzt im Gegenzug natürlich wieder dazu führt, dass hier alles den Bach runtergeht. Wie viel werden da drin sein? 23 mal 5 sind 100. 3 mal 5. Ich glaube, jetzt wird er, müsste er reichen. So theoretisch. Man sieht ja schon, wie gut das hier alles funktioniert. Also es funktioniert schon ganz ansehnlich hier eigentlich. Gut, dann ist natürlich hier das Ding, können wir hier eigentlich eh schon gleich erweitern mit den Battery Walls. Wir brauchen eh nur Battery Walls noch zusätzlich jetzt. Jetzt haben wir zwei Stacks raus. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kann sein, muss nicht. Nee, warte, wir brauchen auch ein bisschen mehr Glas. Brauchen schon deutlich mehr Glas sogar noch, weil wir die Fenster hier um 5, 10, 15, 20. 20 müssen wir die Fenster erweitern. Heißt, wir brauchen noch 20 Glas. Ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann sind 20. Sonst ändert sich ja eh nicht wirklich viel. Okay, ich stelle trotzdem noch mal lieber vorsichtshalber noch ein paar Tanks mehr hier hin. Das Traurige ist halt wirklich, dass wenn ich das eigentlich hier Big Reactor gebaut hätte, hätte ich das sowieso automatisch so gemacht, wie ich es jetzt eh mache. Und hätte ich das von Anfang an gemacht, wäre ich damit auch schon lang, also wäre ich damit schon viel schneller fertig geworden, als jetzt, wo ich das erst nachträglich reinbastel. Gewissermaßen. Was schon echt ein Stück weit ärgerlich ist. Na gut, kann ich jetzt halt auch nicht viel dran ändern jetzt mehr. Bis auf das, dass ich halt jetzt das gesamte Haus noch ein bisschen umstrukturieren darf. Aber hey. Halb so wild. Das Endergebnis zählt. Muss hier erstmal alles da runter. Das Einzige, was jetzt doch ein klein bisschen fail ist, ist die diagonale Wand da vorne, weil die jetzt einfach null Sinn ergibt. Oh. Ich muss hier nur zwei rauskloppen. Hey.
Ja, wenigstens ist es schön zu wissen, dass ich das mit dem Blattgeld lösen kann. Oh, das Ding ist leer. So. Das ist doch schon mal was. Also das Fenster hier oben muss ich ja tatsächlich gar nicht umbauen. Das ist schon mal sehr cool. Und die anderen Fenster muss ich eigentlich eh alle nur ein Stück weit erweitern. Und das Problem, das ich halt hauptsächlich habe, ist die Tatsache, dass ich mehr Flüssigkeit rein, also mehr Säure brauche, als ich aktuell habe. Das ist so primär das größte Problem. Aktuell an der Situation. Und eigentlich auch so ziemlich das einzige Problem. Ich bin jetzt mal gespannt. Also die alte, wir können ja an der alten Batterie noch sehen, wie viel Speicherplatz die hat, beziehungsweise wie viel Kapazität. Da bin ich mal gespannt, was die neue hat dann. Also die alte, die merken wir uns einfach mal mit 17 ein Viertel. Kann schon aufschlagen. 17,25 GRF. Ja. Eigentlich schon mal eine gute Ansage. Mal schauen, ob wir das toppen können. So, jetzt muss ich hier natürlich aufpassen. Oh, das ist jetzt natürlich auch wieder etwas ätzend. Da können wir aber nicht wirklich diagonal machen, wenn wir nicht mehr an die Seiten anliegen wollen. Ja, dann machen wir doch. Dann machen wir nicht diagonal, sondern normal, sag ich mal. Ah, nee, warte, ich weiß, ich glaube, die sind. Nee, die. Doch, die sind diagonal in der Originalbatterie. Aber wenn ich diagonal baue, stehen sie wieder so hässlich an. Und das will ich eigentlich dann doch nicht. Und die Batterie auch zwei nach vorne setzen, will ich ehrlich gesagt noch weniger. Weil die Form, die sie jetzt hat, finde ich sehr schön. Jetzt noch zwei Blöcke länger mache, habe ich damit, glaube ich, eher nur Probleme. Und ein bisschen schöner sieht es wahrscheinlich aus. Andererseits, wenn ich das so mache, ist das eigentlich auch absolut kein Ding. Wow. Das muss man anscheinend echt mit der bloßen Hand machen dann. Interessant. Gut. Und das andere Problem, was sein wird, ist, dass wir ein klein bisschen Säure verschwenden werden, wahrscheinlich. Oh, warte. Nee, hier lassen wir frei fürs Floodgate. Das passt dann. Jetzt haben wir hier 11 mal 5. Im Innenraum, das sind 55. 4, 45 mal 5 sind 250 minus 25, 225. Und aktuell haben wir 124. Ja, wir brauchen noch fast 100 Eimer mal Säure mehr. Das ist beruhigend. Ach Gott, das ist. Oh, ich bin ein Trottel. Ich
Ich brauche erstmal hier. Hehe. So und dann würde ich fast mit Steinpipes arbeiten. Das gefällt mir besser. Und ich glaube, die können auch von Fluid her mehr rausholen. Erstmal Pipe Waterproof. Was haben wir denn das hier? Das saugt jetzt natürlich noch nichts ab. Und hier müssen wir jetzt erst pumpen. So, aber zuvor muss ich mal schauen. Hier 33 minus 2, 23 mal 5 ist gleich. Zu viel. Na, obwohl, das ist jetzt eigentlich egal. Wann holen wir wieder die Pumpe? Fuck, das ist die Pumpe. Da muss das Flatgate rein. So, gut. Dann holen wir jetzt hier noch schnell die Pumpe. Die wir da hinsetzen. Oh, warte mal. Gut, dass die eh noch nicht gepumpt hat. Wir brauchen da erst noch ein Abpumpding, also eine Wooden Pipe. Noch eine. Und das pumpen wir dann da hoch auf diesen, auf den Tank da. Und jetzt pumpt man schön. Und wir sehen jetzt hier vom Floodgate her, dass das flutet hier unten jetzt schön die Batterie ein Stück weit und die Pumpe saugt die Batterie dann hier wieder etwas leerer. Währenddessen können wir dann hier schon mal anfangen, die neue Batterieform zu legen. Oh yeah. Das sind Dinge, die ich schon immer mal machen wollte. Scheißegal, was du gebaut hast, immer erstmal alles neu umbauen. Oh, und ich glaube, oben sollte ich eventuell noch den Controller etwas umstellen, bevor mir das Ding hier alles auffüllt. So nämlich. Er soll nach wie vor mittig bleiben natürlich. So, diese saugt hier natürlich ordentlich immer ab, ne? Oh, und wir scheitern hier an der Kapazität vom Wooden Fluid Pipe. Ja. Das ist jetzt natürlich auch sehr sinnvoll. Naja. Das passt schon. Das füllt sich hier langsam auf. Die Batterie hier wird langsam abgepumpt, wie man hier schon sieht. Und währenddessen können wir uns schon mal darum kümmern. Dass hier die neue Batterie entsteht. Auf der Seite.
1, 3, 4. So. Denn genau hier, wo Sie das jetzt hier sehen, da muss dann das neue Fenster hin. Meine Pumpe hier, die pumpt jetzt schon relativ regelmäßig Zeug hoch. Das Flutgate flutet auch schon. Oh, er hat die untere Etage schon fertig. Oh, toll, cool. Nice. Und die Pumpe hat hier die obere Etage auch schon fertig. Das ist schon toll. Durch diese Hülle und Fülle an Mods kannst du hier so viel tolles Zeug machen. Die du sonst wahrscheinlich nicht hinbringen würdest. Wie zum Beispiel hier jetzt. Oh, nachdem hier sowieso nichts ist, das ist ja jetzt raffiniert. Wow. Komme ich hier noch raus? Ja. Komme ich. Sehr cool. Moment mal. Doch, so stimmt das. Ich dachte gerade, ich mache hier gerade schon wieder den gleichen Baufeld wie beim letzten Mal. Jetzt muss ich hier aber noch schnell runter. Und hier mal das ganze Zeug, was mir reingefallen ist gerade, hochsaugen. Weil das teuer ist. Okay, und auf der Seite brauchen wir eigentlich kein Glas mehr. Außer vielleicht hier vorne ein Stück Fenster. Hier ist E-Boden. Ja, hier kommt dann eh eine Marble-Wand. Ja gut, das war's dann eigentlich schon mit Fenster auf der Seite. Ja, ist jetzt nicht viel, tatsächlich. Ist jetzt wirklich nicht viel Fenster. Weil dadurch, dass so von der die diagonale Wand ist, kann ich da nicht großartig variieren, sag ich mal. Was schon ein Stück weit schade ist, aber ja, geht halt jetzt gerade nicht anders, ne? Gut. Ich muss was essen. Dann essen wir mal schnell was. Wow. Interessant, die Pumpe pumpt genau das weg, was das Floodgate aktuell reinfüllt. Cool. Die Batterie hier ist eh schon fast leer. Oh, warte. Den hier brauchen wir noch. Kann ich auf der Seite eigentlich schon mal den Port wieder einbauen, den Controller?
Buja. Hier saugt die Puppe an Sachen. Und ich finde es total lustig, dass die spätere Beschäftigung dann eigentlich nur noch daraus besteht, das Flatgeld nachzufüllen. Damit wir immer genug Zufluss haben. In die Batterie rein. Darauf freue ich mich schon so ein bisschen. Weil das ist dann schon eigentlich relativ entspannend in der Arbeit. Da fliegst du nur hin und her, produzierst Säure und tust sie in den Tank. Mehr machst du dann letztendlich gar nicht. So, 34. Eigentlich müssten das 40 sein. Hier ist die 39 und wo ist dann die 40? Ah, hab ich schon. 1, nee, hä? Nee, 1, so muss das, genau. 3, 4, 5. So. Oh, die Pumpe ist fertig. Jetzt wäre es nur noch cool, wenn auch das hier unten, also wenn das auch noch in den Tank gehen würde. Wäre das sehr schön. Moment mal. Haben wir jetzt hier unten einen breiteren Gang als vorhin? Das wäre ja mega strange. Ja, habe ich. Wir haben jetzt sogar einen vierbreiten Gang. Cool. Läuft bei uns. Oh. Es fließt ab. Also es fließt rein. Das ist etwas, was echt etwas unlogisch ist an den Bildkraftleitungen. Nachdem da ja echt eine Verzögerung drin ist, frage ich mich dann mal, wie gehen die sicher, dass das Wasser nicht einfach stehen bleibt? So von reiner normaler Logik her würde ja das Wasser in der Konstellation muss ja zwar stehen bleiben, beziehungsweise in die Pumpe reinlaufen wieder. Wegen Schwerkraft. Tut's aber nicht. So. Dann hier. Ups, das ist einer zu niedrig. Hier die Elektroden. Ich bin echt gespannt, wie viel da reingeht, wenn ich fertig bin hier. Kann ich die jetzt schon umstellen? Ja. So, dann können wir hier die ganze Maschinerie erstmal getrost abbauen, weil die Pumpe und die Pipes, die brauchen wir jetzt erstmal hier an der Stelle nicht. Brauchen wir dann später erst wieder, wenn wir dann von dem Tank, bei dem werde ich definitiv nicht umstellen. Das ist mir ein bisschen zu riskant, so einen Teich umzustellen. Teich, Tank meine ich. Den umzustellen, nee, es ist mir ein bisschen heikel. Tatsächlich, und deswegen lasse ich den einfach da
Und verlänge eigentlich nur die Pipeline. Dann rüber. So, hier ist dann jetzt unser Gang. Hier sind die beiden Controller. Die Batterie sieht jetzt dann von oben so aus. Natürlich bleibt das nicht so, weil aktuell sieht es hässlich aus, aber wenn dann erstmal der Rahmen wieder rum ist, passt das eigentlich sehr gut dann. Jetzt darf ich eigentlich schon allmählich damit anfangen, die Säure wieder herzustellen. Beziehungsweise mal wieder Säure herzustellen. Das ist jetzt eigentlich das Wichtige, was jetzt noch kommen muss. Die könnte ich dann eigentlich auch automatisiert abpumpen lassen. Wobei, nee. Das kann ich manuell noch machen, glaube ich. Ups. Das müsste sogar fast schneller gehen, wenn ich das selber mache. Wenn ich da jetzt mit der Pumpe anfange, weil bis die Pumpe das rübergeschaffelt hat. Das dauert ja auch wieder Ewigkeiten. Zack, 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 zack. Das Einzige, was vielleicht praktisch zu wissen wäre, wäre, ob man irgendwie mehr Säure auf einmal herstellen kann, wie zum Beispiel mit einmal so einen ganzen Wassersee. Mit Dingern zukleistert, sag ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die ist eh bald voll. Ja, nice. So, wenn ich jetzt hier das reinmache. Frage ist halt, ob das dann auch wirklich noch in die Kobbeldings reingeht. Ja, geht's. Oh, das ist mega awesome. Mann, dieser eine Eimer regt mich auf. Der kommt erstmal in eine Truhe. Ich verbanne dich. Du Eimer, du. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum? Marble, Marble, Eisen. Viel mehr kann ich jetzt nicht wegsortieren. Gut, jetzt reicht's auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wird auch noch leer gesaugt hier immer. Aber bitte sag nicht, dass ich gerade Säure vernichtet habe. Nee, habe ich nicht. Boah, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dück, 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 dück. Mann, wieso wird das eigentlich immer so ultra krass schnell Nacht hier? Ich verstehe es nicht. Wie schaut es eigentlich hier so aus? Ja gut, das hat erst noch zu tun hier. Ich glaube, wir sind eher immer noch in der Tin-Produktion, oder? Ne, wir haben jetzt schon Copper. Oh, gut. Passt eh. So.
So, dann und zack, zack, zack. Dann wieder das Klassische. Es ist wirklich ein bisschen eintönig, hier die Säure herzustellen, aber naja, was willst du machen? Er ist fertig. Das habe ich jetzt nicht aufgefangen. What? Von 17 auf 33,75. Was? Yay. Gut. So. Naja gut. Und jetzt hat es unsere einzige Beschäftigung hier nur noch die Säure nachzulegen. Das habe ich aber beim ersten Mal, als ich einen Reaktor mit Gelid-Kryotium gefüllt habe, auch genau so gehandhabt. Nur halt nicht mit Säure, sondern ich und auch nicht mit Säure über Wasser herstellen, sondern mit dem Crafting-Rezept über Bliss, also mit den Schneebällen, die dann mit Redstone infusen und so ein Käse. Also quasi über den richtig schönen, klassisch umständlichen Weg, wie man das halt immer machen darf, wenn man keine Blisses in einem Autospawner hat. Oder nicht das Glück hat, das in einem See zu finden. Ja, das passiert schon mal schnell. Ich muss danach unbedingt Screenshots machen von den beiden Autobatterien hier. Weil das lasse ich mir nicht nehmen. Die sind nämlich echt episch. Dieser Mod ist allgemein irgendwie so cool. Ich meine, ich kannte den vorher gar nicht. Und ich habe tatsächlich nur das Tutorial von Capman dazu gesehen, weil der gemeint hat, oh, guck mal hier, da ist voll krass, richtig cool, viel, genial. Also, hier gibt es so einen Energiespeicher, der ist unendlich groß, also wirklich unendlich groß. Er ist ja nicht so krank wie der Mechanism-Gedöns, aber das, was der hier leistet, also was hier alles an Material reingeht, das ist echt saumäßig viel. Muss ich echt sagen. Und ich meine, er sieht dazu noch echt cool aus. Also so eine Autobatterie ist echt cool. Vor allem, es hat irgendwie ein bisschen was Realistisches, eine Autobatterie als Stromschwäche von Haus zu haben, weil ich kenne halt Gegebenheiten, wo das. Oh fuck. Ah, gut. Ich kenne halt wirklich Sachen, wo 1 zu 1 Autobatterien als Stromversorgung hergenommen werden. Meistens quasi an irgendwelchen Häusern, wo du nur keinen direkten Strom.